2023. Wie schnell ein Jahr doch vergeht. 365 Tage. Sie scheinen wie im Flug zu verstreichen. Für viele Menschen, wie auch für uns, gibt das Jahresende stets Anlass, um Rückschau zu halten und das vergangene Kalenderjahr nochmals Revue passieren zu lassen. Denn das Ennstal lebt, pulsiert, ist stetig in Bewegung. So waren es auch 2023 wieder zahlreiche Veranstaltungen, Projekte, Initiativen, Jubiläen und Feierlichkeiten, die in unserer Region über die Bühne gingen. Beginnend im Jänner mit der Planai Classic. Mit einem Rekordstarterfeld von 63 Fahrzeugen aus 6 Nationen fand das Winterpendant der Ennstal Classic 2023 neuerlich großen Anklang. Kein Wunder, bot man doch, wie gewohnt, Rennsport-Action vom Feinsten. Ja, wir haben einen Teilnehmerrekord. Wir hatten noch nie so viele Autos, noch nie so viele Verrückte, die im Winter ihren Oldtimer wirklich rausholen aus der Garage. Es sind, sage und schreibe, 63 Autos. Normalerweise pendeln wir zwischen 43 und 53 Autos. Ein etablierter Fixpunkt im Eventkalender unserer Region ist Jahr für Jahr das Night Race in Schladming, wo sich die Skielite am Zielhang der Planai misst und jede Hundertstelsekunde zählt. Wir waren beim letzten Training vor dem Weltcup-Highlight zugegen. Die Reiteralm gilt seit jeher als das Trainingsmekka der Skielite. So fand auch das letzte Training vor dem Skispektakel Night Race auf den perfekt präparierten Pisten des Skibergs statt. Zugegen waren sämtliche Nationen mit ihren Rennläufern und Teams. Ja, wir haben natürlich geschaut, dass unsere Athleten eine weltcuptaugliche Piste hier haben auf der Reiteralm. Wir haben ja heuer auch natürlich die Riesentorläufer da und die Slalomläufer, in Summe eine riesen Anzahl von Trainierern, und wir möchten natürlich, dass sich alle Nationen bestmöglich auf die Rennen vorbereiten. Wir machen auch sehr viel gemeinsam mit den Athleten, dass sie einfach Top-Bedingungen haben, und von dem her sind wir einfach prädestiniert hier, dass wir hier diese Vorbereitung auf das Night Race auch immer machen. Im Vorfeld des Night Race lud man auch zur exklusiven Brundl Sports Night im Sporthotel Reuer. Ja, geht Schlag auf Schlag. Gestern noch Kitzbühel, jetzt heute nach Schladming gefahren. Komme gerade von der Startnummernauslosung, und der Veranstalter, der Georg, hat mich gefragt, das ist ein Bekannter von meinem Servicemann, und hat mich im Überarm eigentlich gefragt, ob ich nachher einen Sprung vorbeischauen will. Und für ein gutes Essen immer gerne. Ist auch cool, da einen Haufen Leute zum Treffen. Und vor so einem Nachtrennen ist es teilweise nicht schlecht, wenn man den Abend ein bisschen auszögert, damit man sich vom Ablauf her ein bisschen schon auf das einstellen kann. Morgen kann ich ausschlafen in der Hinsicht, aber allzu lang werde ich mich auch nicht aufhalten. Das Rennen haben wir dann exklusiv von der Hohenhaustenne aus mitverfolgt. Für den Sieg der ÖSV-Athleten reichte es am Ende nicht ganz. Clement Noël sicherte sich vor Ramon Sennhäuser und Lukas Brauten den Sieg. Manuel Feller belegte als bester Österreicher Rang 4 und schrammte somit knapp am Podium vorbei. Auf der Riesenalm lud man im vergangenen Jahr wieder zum traditionellen Edelseer Fanskitag Musi im Schnee. Über ein ganzes Wochenende hinweg herrschte dort beste Stimmung. Von Hüttengaudi über Zipfelbobrennen bis zur legendären Après-Ski-Party. Ja, das ist das 7. Edelseer Fanskiwochenende. Früher haben wir einen Riesentorlauf dabei gehabt, jetzt haben wir schon ein bisschen abgewandelt zum Zipfelbob, natürlich mit den Ski auch. Und das ist ein ganzes Wochenend-Package, wo man sagt, 3 Tage Skifahren, 2 Tage schlafen. Dann haben wir gestern am Abend am Hochsitz oben eine mega geile Hüttengaudi gehabt, exklusiv nur für die Teilnehmer da. Eben jetzt dann das Zipfelbobrennen oder den Parallelslalom, und dann geht es noch weiter am Abend mit der großen Après-Ski-Party in der Bahnhofhalle und da herunter. Rasant ging es beim großen Skicross-Weltcup-Spektakel auf der Reitalm zur Sache. Dort ritterten die Besten der Besten aus aller Welt auf dem anspruchsvollen Kurs im Crosspark um den Sieg. Ja, wir sind stolz natürlich, dass wir das wieder auf die Beine stellen haben können. Man merkt, wir haben jetzt das dritte Mal im Weltcup hier bei uns auf der Reiteralm. Wir sind ein eingespieltes Team. Der USC Großpark Reiteralm, Familie Unterkofler, aber auch alle anderen wichtigen Partner. Es geht eine Hand in die andere, und es ist eine perfekte Veranstaltung geworden wieder. Das Wetter spielt wieder mit, und vor allem wir haben viele, viele glückliche Athleten, die lachen alle, und es ist ein super Parcours geworden, und wir freuen uns darüber, dass die Skicrosser heuer bei uns wieder sind. Rasant, wenn auch auf etwas andere Weise, ging es auch auf der Riesenalm zur Sache. Dort feierte man mit den jungen Paldauern im Rahmen der AK-Skitage 2023
eine beschwingte Gipfelparty bei Kaiserwetter. Man sieht ja selber, wie es dazugeht. Also die Leute, die sind total begeistert, da richtig am Gipfel herum. Eine Gipfelparty, das ist ja nicht so leicht irgendwo. Und wir haben das ganze Jahr ausgeschrieben. Es ist ein Akashi-Tag, es sind verschiedene Busse da, es sind Privatleute da. Und die Stimmung ist einfach mächtig. Und das, ich glaube, das ist das Wichtigste. Darum machen wir insgesamt 6 Veranstaltungen im Jahr. Da man sagt, Skifahren ist nicht alles. Wir brauchen ein bisschen Entertainment dazu, wir brauchen ein bisschen Gaudi, dass die Leute sich unterhalten können. Und heute können sie sich unterhalten. Am Hauser Kaibling hingegen war man reif für die Insel. Mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein feierte man dort ausgelassen gleichsam bei herrlichem Wetter. Kindern eine Stimme geben. Das ist die Devise des in Gröbming erstmals installierten Kindergemeinderats. Dieser vertritt seit vorigem Jahr die Anliegen der Jüngsten in der Gemeinde und arbeitet eigene Projekte aus. Eine ganz feine Geschichte. Erstens lernen die Kinder wirklich einmal schon die demokratischen Grundzüge, wie funktioniert etwas. Und sie sind dann auch selbstverantwortlich als Gemeinderat, dass sie sich selbst Projekte initiieren, mit erwachsenen Gemeinderäten ausarbeiten. Und wir werden dann jährlich ein Budget für sie zur Verfügung stellen, dass sie eben hier selber ihre Arbeit begleiten und auch umsetzen können. In diesem Sinne kann man der Marktgemeinde Gröbming und ihrem Kindergemeinderat nur das Beste wünschen, auf dass sie viele ihrer Projekte vorantreiben und umsetzen können. Und somit den Kindern wahrhaft eine Stimme gegeben wird. Fix im Veranstaltungskalender etabliert, landete auch 2023 wieder erstklassiges österreichisches Grillgut auf den Tellern der hungrigen Gäste des Snow and Beef auf der Krummholzhütte am Hauser Kaibling. Ja, wir haben wieder unser legendäres Snow and Beef auf der Krummholzhütte auf fast 2000 Meter heroben. Ja, also verkrönt haben wir mit dem Staatsgrillmeister, mit dem Dom Wieser, verkrönt wir heute Kultbeef. Kultbeef ist die Premium-Marke für Österreich, alles für den Kalbin. Also wir sind eh voll ausreserviert heute, aber ich glaube, es kommt eine gute Stimmung aus, die Musik passt, Windsamen Kirchknopf-Tag, also da werden wir ein bisschen Weihverkostung dazu machen. Ich freue mich, das wird ein lässiger Tag heute. Seit 2019 verzaubert Haubenkoch Richard Rauch im Zuge der Schladming-Dachstein-Alm-Kulinarik mit exquisiten Gaumenfreuden. Im vergangenen Jahr war es neuerlich soweit, erstmalig jedoch in Form eines Pop-Up-Events. Also seit rund 4 Jahren machen wir dieses Projekt, die Almkulinarik bei Richard Rauch. Und es sind ja schon unzählige Gerichte kreiert worden. Also jetzt gehen wir schon im Sommer heuer an die 100. Von veganen Gerichten, vegetarischen Gerichten, wo auch ein großer Trend hingeht. Auf der Hochwurzen und am Schladminger Hauptplatz verwöhnte Richard Rauch an diesem Tag die Gäste mit vorzüglichen Gaumenfreuden. Die Gipfeltaschadl, die sind schon ein Klassiker. Gipfeltaschadl, die sind so kleine pyramidenförmige Teigtaschen, gefüllt mit Zelchfleisch, ein bisschen Schnittlauch, Öl, eine gute Rindsuppen. Und das zweite Gericht, was wir heute auch machen, so ein Topfenbounzen, also ein Topfenjockey mit Thymian und einem Hirschsugo drinnen. Also wir versuchen immer kreativ zu sein, aber trotzdem, dass man auch spürbar regional in der Region Schladming-Dachstein zu Hause ist. Im März machte auch DJ Ötzi Halt in der Region und brachte die Menge am Fuße des Hauser Kaiblings im Zuge seiner DJ Ötzi Gipfeltour mit einer fantastischen Open-Air-Show zum Beben. Ein Stern, Anton aus Tirol, Sweet Caroline. Mit Hits wie diesen brachte DJ Ötzi am Samstag, dem 18. März, die Menge am Fuße des Hauser Kaiblings bei seiner legendären DJ Ötzi Gipfeltour zum Beben. Mit einer grandiosen Show vor den Toren der Alm Arena lieferte er Open-Air-Feeling und Après-Ski der Sonderklasse. Begeisterte Fans, ob jung, ob alt, klein, ob groß, gleichermaßen. Die Skisaison gebührend ausklingen ließen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der heimischen Seilbahnen beim traditionellen Liftlerrennen. Zum 37. Mal ausgetragen, bot 2023 die Fagaalm die Infrastruktur für den freundschaftlichen Wettstreit.
Mit fast 120 Nennungen fand das Liftlerrennen auch in diesem Jahr wieder großen Anklang. Und die Teilnehmer waren indes heiß, das Rennen in Angriff zu nehmen. Besichtigt haben wir schon, ja, für alle. Aber wir werden jetzt noch mal ein bisschen schauen müssen, weil es gibt ja schon einige Schlüsselstellen. Aber wir werden das schon ganz gut meistern und natürlich, wenn wir da gut runterziehen, dann wird es auch sicher eine gute Zeit rein. Konkurrenz ist die Planei und da sind wir oben am zweiten Platz und da hoffen wir, dass wir die heuer birgen. Doch vor dem Rennen bereiteten sich die Teilnehmer natürlich akribisch vor. Ja, das fängt schon gestern auf die Nacht an, da muss es gut wechseln, nicht? Der Ski, der muss schon gehen bei so einem Rennen. Und dann natürlich eine gute Zeit hinlegen, dass wir eine ordentliche Teamwertung machen. Es ist, die Karten sind auch gemischt heuer. Es sind viele Teilnehmer, muss ich sagen. Das ist super. Es ist immer wieder ein gutes Event. Ich hoffe, dass ich mich mit den Tore auskenne. Gaudi, Sport. Sport ist alles. Also einfach mitmachen. Das ist das Wichtigste da. Als Einstimmung auf das Osterfest verkörperte man nach 2012 und 2017 im vergangenen Jahr wieder das Leiden und Sterben Jesu Christi mit dem Passionssingen in Donnersbach. Im Mittelpunkt des Passionssingens stand in diesem Jahr Judas der Verräter. Und so lag es an den weit über 90 Mitwirkenden, die Leidensgeschichte des Sohnes Gottes aus der Sicht des Apostels zu schildern und dessen Beweggründe am Verrat Christi zu beleuchten. Ja, wir verkörpern heute das Leiden und Sterben von Jesu Christi, eben diese Passion. Und das ist immer eine sehr emotionale Angelegenheit. Weil es ist eine gewisse Einstimmung aufs Osterfest und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind alle Mitwirkenden mit vollem Elan dabei. Wir sagen 2023 Ade und blicken gemeinsam in unserem Enstal TV Jahresrückblick auf die Highlights des vergangenen Kalenderjahres zurück. In diesem ersten Teil widmeten wir uns dem ersten Quartal des Jahres 2023 und ließen die zahlreichen Veranstaltungen, Projekte, Initiativen und Feierlichkeiten nochmals Revue passieren. Denn auch im vergangenen Jahr tat sich so mancherlei unserer schönen Heimat.